Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich freue mich natürlich sehr, dass ihr am Start seid. Ich hoffe, ihr hattet einen wundervollen Tag. Es ist hier schön im ramontischen Licht am Start. Und es geht um den Vampirismus heute mal wieder. Wir spielen mal wieder den guten Vlad. Ja, ich weiß nicht, ist aktuell mein Champ, der mir einfach am meisten Bock macht. Scaled am besten, bockt, haut rein. Und ich hatte gerade eine Runde, die habe ich leider nicht aufgenommen. Da habe ich tatsächlich einen Pentakill gemacht. Ja, schön. Schön, schön, schön. Na, werden wir mal sehen, was wir in dieser Runde-Folge machen können. Wir spielen gegen Zed. Ja, grundsätzlich hier das Problem, was ich oft generell habe mit Vladimir, ist, dass ich im Early Game sterbe. Das sollte nicht passieren diesmal. Das liegt aber nicht daran, dass ich zu schlecht bin, sondern meistens liegt es daran, dass ich zu aggressiv spiele und dadurch gegankt werde und dadurch sterbe. Ja, also... wir wollen ja den Ball flach halten, Leute. Ja, ich habe jetzt Zed als Matchup hier. Ich denke, Zed ist ein ganz okayisches Matchup. Das würde ich sagen, sogar ein gutes Matchup für mich. Kann aber, wenn ich Fehler mache, mich schon töten. Also das Potenzial, mich umzubringen, ist schon da. Aber wir haben natürlich Stopwatch-Potenzial. Ne? Stopwatch habe ich mir gegönnt. Beziehungsweise die kleine... Komm schon! Ah, shit. Ja, wir müssen natürlich auch gucken, dass wir richtig viele Minions bekommen. Ab und zu verpasse ich doch leider ein paar. Die haben im Team... Ist das derselbe Lee, der gerade da war? Ne, ist ein anderer tatsächlich. Die haben Jax noch... Oh, das ist 6 Support? 6 Support sehe ich aber zum... Okay, scheint aber zu klappen. Was? Ne, was? Not too bad. Wir haben auch Xayah Adikill. Xayah habe ich seit 1910 legit nicht mehr gesehen. Also, keine Ahnung, was mit Xayah Adikill abgeht. Na, oh, da waren 1000 Minions hier drauf gehauen haben. Ja, also ich würde mal sagen, wir gucken einfach mal. Ich würde schon ihn töten wollen, aber wir müssen natürlich ein bisschen auf Lee Sin aufpassen, dass wir nicht wieder... Na, weil wenn ich im Early Game behind falle, dann brauche ich halt richtig lange zum Scalen. Und wenn das nicht immer passiert, dann guckt, da ist er schon. Da ist Lee Sin. Wir haben ihn aber gesehen, weil wir gewardet haben, wie so ein richtig smarter Boy. Und er macht gerade den Krabbenmann. So, ich würde jetzt gucken, dass wir ihn poken. Wir können natürlich auch mit Auto-Tags poken. Auto-Tag. daneben geklickt. Okay, Darius ist im Fluss. Das heißt, rein theoretisch, hier ist doch Lee Sin. Den könnten wir doch jetzt getten, Spaghetten. Okay, er ist weg. Passt. Kriege ich hier eine Q? Nö, schade. Schade, Marmelade. Aber da. Dankeschön. Das heißt, wir werden jetzt... Am besten ist es ja auch, die Auto-Tags zum Last-Hitten nutzen. Und die Qs zum Poken. Aber, ne, bevor ich... nicht an ihn rankommen, benutze ich die Q lieber auf Cooldown. Also zumindest solange wir nicht Full Life sind, vor allem. Okay, das war super lecker Damage. Richtig tasty. Das war mehr tasty als der Big Tasty. Und das war schon ziemlich big und tasty. Very big tasty. Jetzt im Angebot bei shoppingland.de. Ich glaube, ich bin tot. Okay, ich lebe. Er ist aber auch gleich tot. Wenn ihr das Q jetzt einsammelt, ja. Dann, ich könnte ihn bald umbringen. Wir müssen eigentlich berücksichtigen, dass er A pottet und B, hat er ein Dolans. Ne, hat er nicht. Ich habe ein Dolans-Schild. Das heißt, unser Damage, ich glaube, es reicht sogar. Meint ihr? Ich probiere es aus, Leute. Later! Sisblatt, Bestblatt, sage ich auch immer. Sage ich meistens und immer. Sisblatt, Bestblatt, Leute. Getty Spaghetti. Ich hatte letztens noch Spaghetti. Die waren richtig Getty. Richtig Getty, also, très bien. Aber halt so, ja, so Vollkorn-Spaghettis, ne? Schön Getty machen. So, die waren auch sehr tasty. Haben wir Angst vor Jungler? Nö, haben wir nicht. Ist eh nur Lee Sin. Der ist Toplane. Wir gehen shoppen, wir kaufen uns schönes Buch. Das Codice del Diavolo. So, das kommt dann. So, okay, cool. Stopwatch braucht noch ein bisschen, 300 Sekunden. Wir haben natürlich jetzt kein Flash, kein Ignite. Das heißt, wir farmen uns jetzt erstmal den Arsch ab. Wenn so ein Zed, der natürlich... Leute, guckt es euch an. Mich. Ja, das war schon. Nein, ich meine, Zed ist ein Late-Game-Champ. Nicht. Ich bin ein Late-Game-Champ. Okay, er hat... Ja, Brutti, du musst auch mal auf die Map gucken. Was soll ich denn? Der war tot. Saramoi, machen die gerade Dragon jetzt? Yep. Ja, ich meine... Was? Okay, er hat jetzt einen Kill gemacht, aber... Ja, Leben ist hart, Leute. Ich beschwere mich nicht, also ich würde mich schon beschweren, aber... Ich beschwere mich jetzt mal nicht. Wir warden aber mal hier trotzdem. Da ist sogar ein Ward, das machen wir weg.
Wir könnten jetzt rein theoretisch ein Botlane-Gank machen. Die wissen natürlich, dass ich hier bin, aber ganz oft klappt sowas trotzdem. Und das ist traurig. Okay, gut, dann lassen wir das. Ja. Also, Zed hat jetzt Dirk. Und er kommt jetzt nochmal mit ein, zwei Schwertern vorbei. Nocturne ist gestorben. Ja, deren Team, eigentlich habe ich nur Angst vor Jax. Jax ist die einzige Gefahr in deren Team. Wir zählen nämlich beide zu der Familie der Zahnpastatuben, der Champions, die unendlich viel Damage haben. Aber ich glaube, ich bin krasser. Möchte ich... Au! Okay, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Wie gesagt, vor allem, weil wir keinen Flash haben. Ich gehe mal davon aus, dass er aber auch kein Ignite ready hat. Gehe ich einfach mal von aus. Ist ein bisschen harsch, aber so bin ich. Gib mir den. Ja, okay, okay. Den auch noch? Ja, okay, danke. So, wir haben leider kein Wart. Leider kein Wart. Was wir machen können, ist gar nichts. Cool. Ich wollte überlegen, ob wir uns bei den Papageien ein bisschen HP klauen, aber... Au. Er ist Level 6, Leute. Müssen wir übel aufpassen. Ja. So, Ultimate. Ich glaube, die hat nicht getroffen, oder? Nee, oder? Hat sie getroffen? Nee. Musste aber auch schnell droppen, Leute. Das war eine Schnelldrop-Ult. Wir machen mal ein Portra. Jetzt ist die Frage. Bleibe ich? Ja, nein. Ich habe... Wenn ich Pool habe, kann ich, glaube ich... Er hat kein Ignite. Wir bleiben, Leute. Lasst uns mal bleiben, ohne zu sterben. Lasst es uns mal machen. Ich bleibe und werde nicht sterben. So, ich habe jetzt wieder einen Pool. So, wir werden bleiben, nicht sterben. Bleiben, nicht sterben. Bleiben, nicht sterben. So, es kann sein, dass er jetzt Counter Engage macht. Macht er nicht. Er ist tot. Saugstrahlkanone. Da hat der Autismus wieder gekickt. Schön. Ja, wir haben ihn leer gesaugt. So richtig Strom rein und durchgesaugt. Gibt jetzt übrigens auch Vakuumsauger, Vampirsauger. Die sind ein bisschen nachhaltiger. Ja, war Pock. Turbo Pock. Mega Pock. Guck mal, Leute, wir sind 2-0. Was will man eigentlich mehr, hä? Was will man mehr? 3-0 wäre geil. So, wir kaufen uns jetzt noch einen Stein und dann kaufen wir Schuhe und dann geht's. Wir haben kein Geld für Schuhe, scheiße. Aber wir haben auch keine Schuhe. Ah doch, Schuhe, also ja. Ja, fuck. Reicht nicht, Leute. Wir könnten natürlich auch zwei Bücher kaufen. Ich glaube, wir kaufen zwei Bücher. Machen und dann machen wir das hier fertig. Eigentlich wollte ich Magic Pen Schuhe kaufen. Ich glaube, das wäre richtig Kanone geworden, aber jetzt haben wir halt turbo viel Schaden. Turbo viel Schaden. So, Leute, jetzt ping ich diesmal. Zed ist weg. Wo geht der hin? Nach oben oder nach unten? Könnte beides sein. Ich ping einfach Botlane und Toplane. So. Und er bleibt einfach in der Mitte. Ja, Pock. So. Wir können ihn töten, Leute, actually, glaube ich. Wir poken ihn jetzt ein bisschen und töten ihn dann. Da habe ich Bock drauf. Da habe ich richtig Bock drauf. Ja, komm her. Poken, töten. Poken, töten. Poken, töten. Poken, töten. Poken, töten. Wir machen erstmal ein Auto-Tag drauf. Das ist Auto-Tag. Hier kommt Auto-Tag. Jetzt kommt Auto-Tag. So, hier ist ein Auto-Tag. Zack. Worth Trade. War ein guter Trade. Weil wir sind Wladimir. Mich interessiert das ja nicht. Ich glaube, den können wir wirklich. Wir müssen ihn so auf 70% kriegen. So ein bisschen noch. Danke. Bisschen noch. So ein Turbosauger noch. Ein Turbosauger würde reichen. Okay, Nocturne klärt da ein bisschen. Aber wir müssen natürlich auch aufpassen, dass wir nicht gegankt werden. Nocturne gibt mir Sicherheit von oben. Das heißt, au. 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 Er ist schon wieder full life. Das ist doch kacke, Leute. Ja, ich weiß gerade nicht, wie wir Damage auf ihn drauf kriegen. Ich komme ja nicht so richtig an ihn ran. Jetzt, danke. Na, das müssen wir noch 24 Mal machen. Dann haben wir ihn. 24 Mal. Dann können wir... Guck mal, er pottet. Obwohl er Full Life ist. Okay. So, diesmal habe ich gepoolt. Das ist jetzt schlecht. Aber ich heile mich jetzt und jetzt flashen wir. Und jetzt drücken wir nochmal hier und dodgen das. Und jetzt kommt Nocturne. Und dann töten wir die Boys. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht aber auch doch. Vielleicht aber auch nicht. Ja, ist natürlich schade. Bruder! Was waren die Minions? Ja. Later. Stirb. Stirb doch. Oh, shit. Ja, so, Leute, das sind die Ganks, die ich kriege.
Und dann wird Lord Thresh geflamed. Weiß ja nicht, Leute. Ja, das ist ein bisschen unglücklich. Ich meine, wir müssen akzeptieren, ich bin nicht gestorben. Das ist cool. Wir haben keinen Pool. Gerade aufpassen. Bisschen aufpassen. Geh weg. Gehen Sie bitte fort. Gehen Sie bitte fort. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Ja. Nee. Nein, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Diesmal nicht. Scheiß auf 2-3 Minions. Wir stehen 2-0. Ja, mein Jungler ist ein Inter. Wir haben Protobelt ready. Das ist cool. Wir kaufen uns mal einen Pot. Das ist auch cool. Darius hält die Mitte, so verlieren wir keine Plates. Das ist auch cool. Er intet, er stirbt. Er intet und stirbt. Sehr gut. Da schreiben wir auch mal gut Job. Botlane intet. Oh, ja, boah, ja. Botlane ist, Caitlyn ist 3-0. Nocturne intet wieder. Und der hier hat eh Passive, Leute. Der hat Passive. Guys, chill a bit more. I'm huge. I Gary. Gary schreiben wir. Wir schreiben aber Gary. I Gary. Ihr müsst nur ein bisschen die Tits chillen, Leute. Ein bisschen Chili. Naja, das ist das Problem. 4-0 Kate. Ich kann alle von den One-Shotten. Das sind alles Papierlords. Die bestehen alle aus richtig weichem Papier. Recyceltes Recycelpapier. Da kann ich locker alle One-Shotten, aber die müssen halt gucken, dass sie nicht zu sehr inten. Und Bock haben, das ist auch wichtig, Bock haben. So, und Lee Sin kommt jetzt mit, das heißt, wir müssen ganz schnell weg. Und Warden. Weg und Warden, W und W. Nicht zu verwechseln mit B und W, BMW. Da bist du aber auch ganz schnell weg. So, was will er? Willst du ausgesaugt werden? Ja, okay, machen wir. Hier kriegst du ein bisschen Damage zurück. Ja, Pock. Komm. Ja, gutes Jungs. Schön, 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 schön. Potten wir oder saugen wir? Ich glaube, wir saugen. Oder potten. Eigentlich sollte ich jetzt potten, aber ich glaube, wir saugen. Ja. Jetzt oder nie? Nocturne, ich dachte, du... Was? Zu spät! Zu spät! Wieso pinkt er denn? Ja, er war, glaube ich, noch nicht in Range. Och, Leute. So, wir wollen erstmal Schuhe. Ja, also okay, vielleicht, also ja, okay, also das mit dem Ping, ich habe halt keine Ahnung, wie weit seine Ult geht. Wahrscheinlich war er nicht in Range, oder? Kann das sein? Kann das sein? Es kann sein. Oh Mann, ey. Guck mal, er hat 3 Kills, so unnötig. Alle nicht, einen von mir jetzt. Kacke, ey. So ein Dreckstreeten 3. Shit. 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 Zuerst mal Pot verkaufen. Gehen wir Stundenglas jetzt? Ich glaube, ja. Ich meine, wir haben ja schon fast alles für Stundenglas fertig. In dem Matchup kann es gerne... Ich finde auch die Kombination Stundenglas, aber dann mit Magi spielen sehr gut. Das heißt, sonst gehe ich ja gerne Rabadons, aber man könnte auch Magi jetzt kaufen und dann Stundenglas oder Stundenglas Magi, irgendwie so herum. Schon mal ein Daxil, damit wir Stacks bauen können. So, gut, wir sind gestorben, ist unglücklich, ist unfair, ist fies, aber ja, der Zed kann nichts. Außerdem haben die Lee Sin, das ist quasi schon gewonnen. Lee Sin, World Champ. Zack, weg. So, jetzt so ein Gank auf die Bot. Perfekt. Coming for Christmas, ich muss nur die Caitlyn, Caitlyn's Everdeen töten. Eigentlich sind hier 20 Wards. Also das hat sich dann wohl erledigt. Gibt das Punkte? Oh, 2 Punkte, geil. Geil. So, Lee Sin, Zed. Was ist Sache? Was ist Phase? Okay, das klingt interessant. Sieht sehr, sehr interessant aus, was er da treibt. Er hat hier Reduce gekauft. Tatsächlich. Ah, shit. So, also ich kann ihn tatsächlich wirklich töten, Leute. Wir müssen ihn nur ein bisschen poken. Wir haben auch gleich Flash. Wobei ich am liebsten würde ich Kate töten, wenn ich ehrlich bin. Der Typ da oben baut Rune King. Was ist denn mit dem verkehrt? Okay, das tut weh. Wir ulten jetzt direkt mal. Machen das. Und jetzt hoffen wir einfach, dass wir schnell uns... Ja, ich könnte nochmal Flash Q machen. Oh, really? Really? Okay, es war aber auch close, Maru. Ein Auto-Attack. Eieieiei. Close Kanone. Ich hatte kein Protobelt, glaube ich, weil ich den irgendwie für irgendwas benutzt habe. So wie für das hier. Das ist auch wirklich was. Ich muss weniger Protobelten, Leute. Oder hatte ich den ready? Ich glaube nicht. Okay, wie sieht's unten aus? Nocturne ist wieder tot. Ein richtiger Turbo-Inter. Spielt man nicht die gelbe Machete? Wenn man Lethal spielt? Ich habe aber auch keine Ahnung. Aber richtiger Turbo-Inter. Ist das der erste Tower, der fällt? Nee, oben ist schon weg. Schade.
Na gut. Der Tower ist mein. 2-1-2-1. Leider hinten gerade alles. Wird eine richtige harte Runde werden. Puh. Richtig harte Runde wird das werden. So, ich brauche auf jeden Fall. Oh, da unten, das sieht aber nach einem. Oh. So, wo gehen Sie lang, Frau? Frau, gib mir Cash, Kanone. Ja, bitte nimm das. Und. Prrra. 1000! So. I'm huge now. So einfach geht das. Werden Sie huge in nur 2 Schritten: Protobelt und dann huge. Und jetzt noch ein Magis. I can one-shot everyone of them soon. Noch nicht, aber soon. Ich muss ein bisschen sagen, hey, Leute, ich bin hier der Präsident. Ich mach das. Wählt mich. Was heißt ein Elect oder so, ne? Irgendwie so, glaube ich. Gut, okay, was sind das hier? Das sind Seelen oder was? So, was ist hier ab? Ich habe Flash, Ult, ich habe richtig Bock, actually. Ich bräuchte aber noch einen Stack irgendwo. Irgendwo, irgendwann. Ja, schade, Marmelade. Geht da noch mehr oder nicht so? Ein 4 wäre Pock. Ja, okay. Und boom. So. Leute, ich brauche einen Duck Magi's Super Seal. Sofort. Heute erhältlich im Shop. Und schon wieder so ein useless Protobelt, den ich gleich brauche, Alter. Für den Infernal da zum Beispiel. Oh, die machen Drake. Schneller! 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 Wer ist unser Jungler? Ist unser Jungler hier? Nocturne? Nee, der ist überhaupt... Leute! Don't drink and do Drakes! Leute, wir haben keinen Smiteroni. Wo ist Kate? Da unten. Ich würde... Okay, jetzt ist Nocturne da. Ja, ja. Der geht da gleich wieder rein, deswegen chase ich hier oben nicht. Das ist Quatsch. Hier ist ein Dresch. Ich brauche erstmal einen Stack, Leute. Ich würde erstmal Kate one-shotten. Komm mal her, Kate. Was? Unser Jungler ist der schlechteste... Oh, er hat auch keinen Smite. Oh. Unser Jungler ist aber locker der schlechteste Jungler, den es gibt. So, ich hole mir jetzt erstmal Stacks. Dann hole ich uns Kate. Und dann hole ich jetzt 1000 Kills. Ich töte sie alle. All men must die! Stirb, danke. Geht da noch mehr? Der geht auf jeden Fall auch noch. Later! Ich bin gigabig. Mann, ist der Big Mann. Ja, spring ich an. Ach, der hat mich gar nicht getroffen. Kannst du. Lies hin, Leute. Wer Lies hin spielt, kann gleich den Surrender-Button drücken. Ja, gib her den Scheiß. Saramoi. Saramoi, wo kommen wir denn da hin? Sabrotobelt. Jetzt können wir das gerne machen, weil wir jetzt eh shoppen gehen. Wir gönnen uns jetzt ein richtig knallsaftiges Major. Es wäre natürlich geil, hätte ich das gerade gehabt, aber. It's never. Oder? Also, wir haben jetzt Möglichkeiten. Wir könnten einen Stab plus Ring oder. Wir gehen direkt Majors. Ich hoffe, ich bereue es nicht, Leute. I hope I don't bereuing this. Aber ich meine, wir haben Stundenglas, wir sind relativ safe. Alle Gegner hinten. Wer von. Nur Kate ist big und Kate kann ich das ganze Game lang one-shotten. Außer sie geht Hextrinker und. GA oder was weiß ich. Oh ja, gib. Ah, oh, okay. Ja, bisschen motiviert, aber ja. Sex. Ja, gib. Das meiner. Aha. Na, 2 Sex. Die ersten 2, Leute, die ersten 2. Zack, weg mit euch. Geht weg. Da. Ich liebe Majors, das Majors liebe ich. Ich liebe Majors. Passt auf Prank Compilation. Ah! Later, tschüss. So, ja, 2. 2 sind 10 AP. 10. 10 geht. So, wir brauchen jetzt Rabadons. Sobald wir Rabadons und Majors haben, ist Abfahrt, Leute. Durchfahrt, Abfahrt und Wegfahrt. Hier, guck mal, ich habe Protobelt gemacht, ein Minion bekommen. Legit einen. Nocturne ist wieder tot, ne, er lebt. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, das hier ist ein bisschen, ich weiß nicht. Ja, nee, lieber nicht. Lieber nicht. Oh, das war nicht schlecht, aber. Lieber nicht, sag ich da. Geh weg. Gehen Sie bitte fort. Geht das jetzt. Ja, Mann, ich wollte das alles gar nicht. Na, ich hätte Thresh zurückpingen müssen. Ich wollte das nicht.
Weil die Kate, da war überhaupt keine Chance, die Kate. Oh Mann, das war aber auch mein Bad. Also, es war nicht mein Bad, sondern eher Strayf sein Bad, aber es war mein Bad, weil ich hätte ihm das sagen sollen. Ich glaube, er hat das Gefühl, er weiß ja auch nicht, wie stark ich, also, vielleicht so, ne, wie viel Power ich gerade habe. Ich wollte da nicht fighten und wir hätten auch keine Chance gehabt, die Kate zu tun. Ich hatte keine Ult im Moment, ich hatte kein Flash, ich hatte Protobelt gerade erst benutzt. Kacke. Okay, es waren nur zwei Stacks, ist nicht so schlimm, aber wir kaufen uns jetzt hier. Wir dürfen jetzt nur den Rabidons, Beradons, Rabidabi, Remi, Demi nicht verlieren. Das wäre schlecht. Sehr schlecht wäre das. Sehr schlecht, aber ich glaube, dass Darius das nicht carryen kann. Warum müssen die Games immer so schwer sein? Ich bin super big. Aber Nocturne ist ein Turbo-Inter. Botlane ist intet auch. Darius ist noch fein. Okay, aber cool, Leute, wir sind cool. Lasst uns cool bleiben, wir sind cool. Okay, wir müssen smart sein. Wir müssen auch, mir kommen immer wieder Leute, die sagen, hey Tobi, ich bin fett, aber kann ich gewinnen? Wie kann ich das ändern? Ja, ihr müsst Calls machen. Guys, I have Flash in 70. I can kill Kate. Group mid, please. Problem ist, eigentlich will ich genau das machen, aber die haben jetzt halt Baron. Ne? Und genau bei Baron will ich das eigentlich nicht machen. Vor allem, weil ich keine Magic AP Stacks habe. Aber wir können Kate. Ich hoffe, dass mein Damage reicht. Ich weiß nicht, ob er reicht, weil. Ich meine, ich bin relativ big. Deswegen. Ich habe zwar keine Stacks, aber ich habe halt 6 Kills. Deswegen bin ich relativ früh dran. Geht weg. Lasst meinen Turm in Ruhe. Ah, shit. Das Problem ist halt wirklich der Nocturne. Der ist echt ein Problem. Knock, chill down, please. Ich meine, gegen den Jax gewinnt ihr doch nicht ansatzweise, oder? Warum fightet ihr da permanent? Verstehe ich nicht. Drache ist auch weg. Ist ja Seele, Drachenseele schon. Aber deswegen kann ich auch gleich Toplane gehen. Ja, toll, Wurst. Gib mir 3, 2, 1. Wirklich? Oh Mann, das ganze Team, Hilfe. Ich bin so stark, aber alle rennen runter. Mama. Jeder rennt runter, außer Darius, aber er auch jetzt irgendwie. Und jetzt haben die einfach 4 Drachen eine Seele, ey. Feuerseele. So, ich brauch... Wir müssen als 5 gehen. Boah, Nocturne ist so ein richtig nutzloser Champion. Den müssen wir unbedingt reworken, meiner Meinung nach. Richtiger Giga-Useless-Champ. Ich meine, er spielt ihn auch einfach schlecht, aber... Ich bin die Macht. Ich bin die Kraft, dieses Spiel zu tragen. Amen. Amen. Es könnte sein, dass Lee Sin auf mich springt und irgendjemanden aus meinem Team kickt. So, ich kann in 14 Sekunden jemanden löschen, aber... Wir haben A, kein Nocturne und B, ist der Tau hier weg. Also. Und C, haben die immer noch Baron. Die haben Lee Sin, das ist unsere Hoffnung. Eigentlich haben die auch Jax und eine gigadicke Kate. Das ist auch ein Problem. So, ich könnte jetzt zum Beispiel Kate löschen. Könnte ich einfach so machen. Aber das Problem ist, davon haben wir nichts. So, wir kriegen nichts davon. Okay, wir kriegen Kill und Zeit, aber das war's, mehr nicht. Es wäre halt cool, wenn wir irgendwas... Ich meine, Objectives sind halt keine mehr da. Das ist das Problem. Okay, das ist gar nicht so schlecht, glaube ich. Allerdings... Ja, keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht, Leute. Oh Mann, das ist echt schade, Marmelade. Ja, das Leben ist hart, man kann leider nicht immer gewinnen. Also es geht einfach nicht. Man, das Wichtige ist, was können wir aus diesem Game mitnehmen? Ich war gut, ich habe gut gespielt. Ich bin, glaube ich... Wann bin ich useless gestorben? Der Tod war... War ein Teamfight-Tod, alle Gegner sind fett. Der Tod hier war nicht gut, da hätte ich wirklich backping sollen. Da war nichts zu holen. Weder der Tower noch ein Kill, da war gar nichts zu holen. Und ein richtig großes Risiko, nichts zu kriegen. Und der erste Kill war, glaube ich, hier. Da, der war gegen den Zed. Da hat Nocturne geintet oder ich habe zu früh engaged. Irgendwie sowas. Oh, die stimmt. Ja, okay. Okay, ja. Vielleicht haben wir noch eine Chance.
Ich komme. Da ist der Helikopter, Mann. Ich bin unterwegs. Gib mir die Stacks. Nice. Stacks und ein Tausi und Rabadons. Rabadons auch not too bad. Vielleicht, ja. Also, ne, ich habe immer Bock. Ich dachte, es wäre vorbei. So, ne, aber ich habe immer Bock. Komm, wir stehen 7-3 und das in dem Game, wo alle runter sein. Aber ist okay. So, guckt an hier. Das Magize hätte ich auch so nochmal gekauft. Klar, das ist jetzt keine Stacks, aber mein Game lief bis zu einem gewissen Punkt gut und ich kann ja nicht davon ausgehen, dass Nocturne konstant runterrennt. Nock, can you go tank? Then we win. Das ist der Call. Er muss einfach nur tank gehen, dann gewinnen wir. Also, vielleicht sogar wirklich. Weil dann intet er nicht so viel und er ist wenigstens nützlich. Wieso macht ihr meinen Blubber? Kurze Frage. Wären 20 AP gewesen mit Rabadons. 30, 40, 140, 1040. Hier, Ult, Ult, jetzt, jetzt. Ah, er hat keine Ult, der Nocturne. Wobei, er verkackt das, glaube ich. Oh Gott, er hat getroffen. Komm, jetzt, 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 jetzt. Oh Gott. Ich krieg nichts. Verdammte Scheiße. Ich habe meine Ult verjagt, aber es war trotzdem gut. Kein Stack. Habe ich einen Stack bekommen? Ich habe 4 Stacks. Habe ich einen gekriegt oder war das von dem, das war vom Jax? Okay, ich meine, die haben fucking Lee Sin. Aber Jax. Ultimate hat noch ein bisschen Cooldown. Leider sterben alle mal wieder. Können wir da nicht was machen? Wir sind einer. Also ich habe halt keine Ult. Das ist ein bisschen kacke. Schade. Haben die noch Baron oder sowas? Nö. Dragon Infernal Seele halt. Ja, ich würde sagen, der Tower ist weg. Das ist schlecht, ganz schlecht, sehr schlecht. Sehr, sehr schlecht. Sehr, 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 sehr schlecht. Sehr, 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 sehr schlecht. Können wir hier was machen? Vielleicht? Ich hätte Bock, tatsächlich. Ja. Okay, ich glaube, ich bin tot. Oh mein Gott! Halleluja! 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 Baron ist leider da, das heißt. Jetzt kommt ein Minion Auto-Tack mich. Zack, tot. Das heißt, dass Baron weg ist, heißt es. Das ist nicht so geil. Oh mein Gott. Halleluja, Halleluja. Aber Leute, schneidet euch mal ein paar von euch. Ich hatte heute schon wieder so ein Inter. Ich war richtig fett. Er hatte einfach keinen Bock zu spielen. Er wollte einfach nicht. Er meint, war so ein LMRA, leck mich am Arsch. So, hey, dieses Game können wir nicht mehr gewinnen. Ich war gigabig. Und er weint die ganze Zeit. Leute, ihr, ich spiele. Er muss mal Tank gehen, aber er geht halt kein Tank. Okay, Leute, ich hab Flash. Ich will jetzt einmal K. Ah, sie hat jetzt Stopwatch. Ich weiß nicht, ob ich sie dann one-shotten kann. Vielleicht. Das Set, aber der kann ja nichts. Der wird mich ja wohl nicht engagen, wollte schon sagen. Das ist nicht schlecht, das ist nicht schlecht. Er hat kein Ding. Gib mir Stacks. Gib mir Stacks. Peng! Was? Was? Wo ist der Kill? Wieso habe ich keinen Kill? Unsere Base. Oh, ich muss den Scheiß deffen. Ja, 4 Stacks noch, dann wäre ich zufrieden. Allerdings ist jetzt Elder weg, Leute. Ja, das ist halt kacke, ne? So, was soll ich sagen, du? Peng. Mit Vlad kann man... Ich glaube, Vlad ist actually der beste Champ, um die Base zu deffen. Du kannst mit Vlad locker 3 offene Inhibs alleine verteidigen. Das geht. Aber ja, jetzt ist Elder weg. Scheiße. Elder ist vor allem richtig gut gegen mich. Weil ich am liebsten mit 10% Leben im Pool rumlutsche. Mist. Group, I one-shot, engage. Okay, passt auf. Ich könnte Kate hat QSS. Aber das geht. Removes all Debuffs, heißt es. Ist meine Ult ein Debuff? Ich weiß nicht, ob ich Kate... Ich könnte alternativ Jax versuchen zu one-shotten, aber er hat super viel Magier-Distanz und ich habe noch keinen Void-Staff. Das ist das Problem ein bisschen. Wir müssen aber engagen. Am besten, also ich werde einfach für Kate probieren. Sie wird, sie hat GA, kein Stundenglas. Aber selbst dann, sie muss ja immerhin. Also ja, ich werde es probieren. Ich werde einfach alle töten. Okay, ich brauche noch einen Stack. Stack habe ich, bitte nicht mich. So, jetzt Abfahrt, Leute. Okay, ja, aha. Nocturne ist halt giga useless. Und mach... Oh, guck, da habt ihr gesehen. Da hat mich der Laser gekillt. Ja, mein Engage war jetzt... Aber ich musste engagen, Leute. Also ich musste, wirklich.
Der Elder Dragon. Die haben 4 Dragons und Elder und alles. Also, und 1000 Gold. Und Nocturne ist halt ein Giga. Wir haben unser Bestes getan, Leute. Aber wichtig, was lernen wir? Regel Nummer 1. Ich war ziemlich cool. Und bin ziemlich cool. Regel Nummer 3. Ich habe immer versucht zu gewinnen. Und Regel Nummer 4. Nocturne ist useless. Und Regel Nummer 5. Obwohl alle geintet haben, habe ich niemanden geflamed. Ich habe niemanden geflamed. Niemanden, obwohl ich insane war und alle anderen waren richtig kacke. Naja, ich wünsche euch was. Auf Wiedersehen und tschüss. Goodbye. Bis dann. Miau. Later. Later.